Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit der Inbetriebnahme sogenannter Tasmota-Steckdosen. Das sind Steckdosen, die ich in mein Heimnetzwerk integrieren kann. Eine solche Steckdose besteht neben diesem Adapter, der ja die Verbindung von der Wandsteckdose zum Gerät herstellt, auch aus einem sogenannten Wi-Fi-Modul vom Typ ESP8266. Dieses Wi-Fi-Modul ist integriert in diese Steckdose. Ein solches Modul ist in der Lage, ein eigenes WLAN aufzuspannen. Mit dem Erwerb einer solchen Steckdose bekomme ich also einen Adapter, in dem dieses Modul integriert ist, und zwar so integriert, dass es hier drin sicher betrieben werden kann. Und es ist schon ein Programm aufgespielt auf diesen Mikrocontroller, das nun in der Lage ist, diese Steckdose vernünftig zu steuern, sprich ein- oder auszuschalten. Und ich kann eben funkgesteuert eine Verbindung mit diesem Modul herstellen. Das hier integrierte Wi-Fi-Modul verfügt über eine eigene Web-Oberfläche, auf die ich nun von außen mit einem WLAN-fähigen Gerät zugreifen muss. Ist mir das einmal gelungen, so kann ich eben genau diese Web-Oberfläche auf meinem Endgerät sehen. Mithilfe dieser Web-Oberfläche, die sich ja hier drauf befindet und nicht etwa eine App auf diesem Gerät darstellt, kann ich nun zum Beispiel das Gerät einschalten oder ausschalten, Zeitsteuerung eingeben und vieles mehr tun. Neben der direkten Verbindung vom Endgerät zur Steckdose ist es nun aber auch möglich, die Steckdose in das eigene Heimnetz auf dem Router zu integrieren, sodass ich die Verbindung eben über mein Heimnetz und den Router herstelle. Ich werde nun in diesem Video zeigen, wie ich diese Steckdose in mein Heimnetzwerk integriere und dann eine Verbindung mit dieser Steckdose herstelle. Außerdem werde ich einige wenige Grundkonfigurationen zeigen. Bei mir war es nun so, dass ich die frisch erworbene Steckdose zunächst resetten musste. Dafür muss man die Steckdose natürlich in eine Wandsteckdose einstecken. Und in dem Fall musste ich dann 45 Sekunden lang auf diesen Knopf drücken, um das ganze Gerät zu resetten. Hat man das einmal getan und ist nun das Gerät in die Steckdose eingesteckt, so spannt das Modul nun ein eigenes WLAN auf. Und das kann ich nun in diesem Fall bei mir über einen Windows-PC über die WLAN-Verbindung greifen. Das fängt mit Tasmota an, hat dann eine weitere Nummer, die ich hier ausgeblendet habe. Und die wähle ich nun an und stelle somit die Verbindung zu meiner Steckdose her. Ist es einmal geschehen, so wird automatisch in einem Browser, bei mir ist das der Google Chrome Browser, die richtige IP-Adresse aufgerufen. Das ist hier die 192.168.4.1, mit der ich nun auf die Web-Oberfläche zugreife und deren Einstiegsszenario wir hier sehen. Nach der Auswahl meines Netzwerkes und der Eingabe meines Passwortes drücke ich nun auf Save und warte einen Augenblick. Ist der Vorgang gelungen? So zeigt mir die Web-Oberfläche die neue IP-Adresse meiner Tasmota-Steckdose an. Das ist eine IP-Adresse aus meinem lokalen Netzwerk auf meinem Router. Diese IP-Adresse muss ich nun in meinem Browser auf meinem Endgerät eingeben und gelange damit nun wieder auf die Web-Oberfläche meiner eigentlichen Steckdose und kann nun weitere Konfigurationen vornehmen. Wir sehen hier nun die Startseite dieser Web-Oberfläche. Mit Toggle kann ich meine Steckdose ein- oder ausschalten. Zunächst sollte ich nun allerdings ein Firmware-Upgrade vornehmen, das heißt die neueste Software auf mein WLAN-Modul aufspielen. Ich werde das hier nicht näher zeigen, ich gelange in den entsprechenden Dialog, wenn ich diesen Button anwähle. Wie bereits gesagt, kann ich nun mit Toggle meine Steckdose ferngesteuert über meinen PC oder aber auch über mein Smartphone, wenn ich die entsprechende IP-Adresse in den Browser eingegeben habe, ein- oder ausschalten. Auf der Web-Oberfläche kann ich nun eine ganze Menge Konfigurationen einstellen. Wir sehen hier die vielen Möglichkeiten, die es hier gibt.
Mich persönlich werden später die MQTT-Konfigurationen interessieren. Ich kann aber auch zum Beispiel Timer-Funktionen programmieren, mit denen ich dann zum Beispiel die Steckdose so schalten kann, dass beim Sonnenuntergang die Steckdose einschaltet und beim Sonnenaufgang schaltet sie wieder aus und vieles, vieles mehr. Ich kann das dann sehr detailliert einstellen, aber auch darauf gehe ich jetzt in diesem Rahmen dieses Videos nicht näher ein. Ich betrachte nun noch die Ein- und Ausschaltfunktion etwas näher, denn hier sehen wir eine sehr wichtige Möglichkeit, die ich mit einer Tasmota-Steckdose habe. Denn diese Steckdose liefert mir die aktuelle Leistung des angeschlossenen Gerätes an diese Steckdose. Im Moment habe ich hier nichts angeschlossen, sie zeigt also 0 Watt an. Und ich kann hier auch die Spannung meiner Steckdose ablesen. Außerdem ist hier eine Temperatur ablesbar, das ist die Temperatur im Inneren der Steckdose. Das soll keine Temperaturmessung sein, die die Zimmertemperatur liefert, sondern hier wird die Temperatur im Inneren der Steckdose überwacht und die Steckdose schaltet automatisch ab, falls diese Temperatur viel zu weit nach oben geht. Habe ich die Steckdose erstmalig in Betrieb genommen, so stehen hier gerade an dieser Stelle und auch hier bei der Spannung oft absolute Fantasiewerte und stellt man die nun nicht richtig ein, so wird die Steckdose möglicherweise unkontrolliert abgeschaltet, weil eine viel zu hohe Temperatur gemessen wird, die aber tatsächlich gar nicht vorhanden ist. Außerdem wird die Anzeige der Leistung, die wir hier sehen, völlig falsch sein, wenn nicht die Spannung vernünftig eingestellt ist. Die Spannungsmessung muss also einmal kalibriert werden. Ich werde im Folgenden zeigen, wie das geht. Was ich hier aber auch noch weiterhin ablesen kann, ist die heute an diesem Tag über die Steckdose geflossene Arbeit in Kilowattstunden. Bei mir sind das also hier 0,023 Kilowattstunden gewesen. Gestern habe ich keine Arbeit über die Steckdose abgenommen und insgesamt sehen wir hier die Arbeit, die über die Steckdose abgegriffen wurde. Um nun diese beiden Werte, die Temperatur und auch die Spannung und auch die Leistung, also den dritten Wert auch noch, nun wirklich vernünftig zu kalibrieren, gehe ich nun hier unten auf Konsole, dann gelange ich in dieses Menü, hier muss ich abermals auf Konsole klicken und lande dann in diesem Menü. Hier kann man nun die einzelnen Informationen lesen, die von der Steckdose an meine Web-Oberfläche geliefert werden und man kann auch die Befehle lesen, die von meiner Web-Oberfläche wiederum an das Modul geschickt werden. Für uns ist dabei diese Zeile wichtig, denn hier können Befehle eingegeben werden, mit deren Hilfe man diese Werte vernünftig kalibrieren kann. Um die Temperaturmessung vernünftig zu kalibrieren, muss dieser Befehl in diese Zeile eingegeben werden und dann an das Modul gesendet werden. Das ist also tatsächlich ein Standardbefehl, der hier eingegeben werden muss und abgesendet werden muss. Leider ist das bei der Herstellung der Steckdosen oft unterblieben, dass dieser Befehl eingegeben wurde. Das muss dann entsprechend an dieser Stelle nachgeholt werden, falls hier oben völlig verrückte Werte auftauchen. Ein wenig komplizierter ist die Kalibrierung des Spannungswertes und auch des Leistungswertes. Darauf werde ich jetzt näher eingehen. Um diese Werte vernünftig ermitteln zu können, ist es optimal, wenn ich zunächst ein Elektrogerät an einem herkömmlichen Leistungsmessgerät betreibe. Dieses Messgerät sollte mir die Leistung dieses Gerätes anzeigen, wenn es in einem bestimmten Betriebsmodus ist. Und optimalerweise kann ich hier auch die Spannung an der Steckdose ablesen. Sollte ich kein entsprechendes Messgerät zur Verfügung haben, so muss ich eine Spannung von 230 Volt annehmen und ein Elektrogerät benutzen, dessen Leistung ich kenne. Das kann ich ja in der Regel sogar vom Typenschild ablesen. Optimal ist allerdings, wenn ich das wirklich zunächst mit einem anderen Messgerät wirklich neu ermittelt habe. Habe ich das getan, so muss ich nun dieses Elektrogerät über meine Tasmota-Steckdose betreiben und zwar genau in dem Zustand, in dem ich vorher die Messung durchgeführt habe. Unter dem Betrieb dieses Gerätes
muss ich nun mich wiederum mit meiner Oberfläche verbinden, mit der Konsole, wie eben bereits gezeigt. Und hier muss ich nun mit Save Data 1 zunächst einmal das Gerät darauf vorbereiten, dass ich nun die Spannung und die Leistung konfiguriere. Anschließend gebe ich den Befehl Voltage Set ein mit der Spannung, die ich zuvor ermittelt habe. Sollte ich die nicht selber messen können, so sollte man hier eine 230 eingeben, denn das ist der Standardwert für die Steckdosen in Deutschland. Anschließend gebe ich den Befehl PowerSet ein und die Leistung, die ich auf dem Gerät zuvor gemessen habe. Mit dem Befehl SaveData wird schließlich die Möglichkeit, das Ganze hier einzugeben, wieder geschlossen und damit ist die Kalibrierung dieses Gerätes vollzogen. Ja, soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.